Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Wir müssen da hinten hin, denn wir haben ja noch etwas eben zerhittet. Und das können wir so natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Deswegen, boah, guck mal, das war voll Boygroup. Die erste Boygroup, auch in Ägypten. Ey, ist so krass, was die alles noch größer erfunden haben. Als die Scheren und heftig. Der Stachel und die bittere Todestat. Echt heftig. So, sprich mit dem, mit Padiaset, dem Superpriester. Wenn das jetzt das Einzige, was ich hier noch machen soll, dann wäre das natürlich ein bisschen enttäuschend. Weil, ja, wäre doof. Bei den Göttern, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Hat er ihn getötet? Mögest du in das Land der Duat eingehen. Möge Sobek dir gnädig sein. Ma'at dich für würdig halten. Dua Sobek. Medjay, du kommst spät. Sehetips Männer kamen, um mich zu töten. Das sehe ich. Nicht schlecht für einen Priester, der Blutvergießen verabscheut. Ich war nicht immer Priester. Ich dachte, ich wäre alledem entkommen. Sehetep und ich haben gemeinsam zum Glauben gefunden. Sind gemeinsam dem Tempel beigetreten. Ich wusste, dass er mit sich rang, so wie auch ich. Aber ich muss ihn aufhalten. Keiner darf wissen, dass ihr gegen ihn vorgeht. Nicht, wenn der Kult überleben soll. Es sieht schlecht aus, wenn ein Priester tötet. Ich sollte das tun. Du hast recht. Du findest ihn am nördlichen Tempel. Ich treffe dich dann davor. Okay. Wo ist denn der nördliche Tempel? Oh, schon wieder so weit weg. Meine Fresse. Der nördliche Tempel ist irgendwo dort. Das heißt, ich werde hier eine Schnellreise hinmachen. Hier ist dann das Gebiet, wo ich suchen muss. Aber hier ist schon okay. So, dann. Ja, ich glaube, wenn ich ihn töte. Das hätte ich eigentlich nach... Nee, egal. Hätte ich eigentlich noch mit reinpacken können in die letzte Folge. Aber es ist jetzt... spielte keine Rolle. So. Ach man, jetzt würde ich auch gerne wissen, was ist das mit Gewissen? Jetzt würde ich gerne wissen, Tempel Sobeks. Ja. Sehetep ist da drin. Was das mit dem Geschenk der Götter auf sich hat. Oh, er wird aber gut bewacht, wie es mir scheint. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja, warum komme ich denn nicht rüber? Warum ist das nicht verbunden? Das ist ein Scheiß. Ich muss hier einmal runterklettern, ey. Hier runter und da wieder hoch. Ist doch doof. So. Hier klettern wir wieder hoch. Hey. Es geht. Hey. So. Wer bist du? Deine Mama. So. Nun ist die Frage. Er ist es. Wir haben den Achontas erwischt. Schnell! Oh shit. Ach man. So. Ist tot. Sehr gut. Ich hoffe, ich kann hier runterklettern, ne? Weil ich muss seinen Tod wahrscheinlich noch bestätigen. So. Zack. Es ist getan. Glaube wird viel zu oft zu Verrat, wie es scheint. Ich sollte Padiaset treffen. Was? Ja, natürlich haben die mich gesehen. Da blitze ich auf. Warum kann ich nicht hochklettern? Warte mal ganz kurz. Ich habe das Ziel in Sicht. Er klettert. Holt ihn da runter. Oh nein, er klettert. Oh mein Gott. Wir müssen aufholen. Er muss ein böser Magier sein. Wer sonst könnte klettern? Denkst du, der Medjay wird Erfolg haben? Jo, da bin ich. Jetzt lass mich doch mit dir reden. Sehetep wählte den Tod. Dann musste es sein. Ich habe heute einen Bruder verloren. Hätte ich früher gehandelt, hätte er vielleicht wieder so werden können wie früher. Glaube darf nicht passiv sein. Das ist meine Lektion. Wir bauen wieder auf, was zerstört wurde. Doch was ist mit den Soldaten? Sie hatten bei alledem ihre Hände im Spiel. Sie werden sich immer einmischen. Aber bleibt stark. Sie legen sich so schnell nicht wieder mit dem Tempel an. Sobek hat auch Krieger. Du ehrst mich, Medjay. Möge Sobek dich ehren. Na, wäre auf jeden Fall besser für ihn. Wie ich nur mal so gesagt habe. So, sehr schön, haben wir das nämlich erledigt. Und wir machen die nächste Quest, die hier ist. Und zwar diese. Und eigentlich würde ich ganz gern das noch und das noch machen.
Und wo war denn jetzt diese... Hier ist nämlich diese... Hier ist... Ich weiß nicht, was das ist. Ein Geschenk der Götter. Hier ist auch was. Die Matriarchin. Also wir haben immer noch vereinzelt... auch Quests da, ne? Also so ist nicht. Also wir könnten noch viel nebenbei machen, sage ich jetzt mal. Und eigentlich würde ich gerne diese beiden Quests machen. Ich möchte unbedingt die Xeno-Quest machen. Deswegen würde ich jetzt das, dann diese Xeno-Sache und dann kommt es drauf an, was noch übrig bleibt. Und dann würde ich mir, glaube ich, die beiden Aussichtspunkte erstmal holen. Vielleicht dann auch schon den und dann diese Quest einfach mal machen. Und wenn man die gemacht hat, kann man natürlich hier nach oben, also sich hier hin machen und dann mal gucken, was das hier ist. Ein Geschenk der Götter, keine Ahnung. Sagt mir überhaupt nichts. Und dann nur in dieses Gebiet gehen. Hier gibt es bestimmt auch irgendwo noch einen Schnellreisepunkt. Würde ich fast schwören. Ja. Ne? Das ist so mein Plan für die Zukunft. Und dann mache ich auch irgendwann diese... mache ich auch die Hauptquest mal weiter. Obwohl, hier gibt es aber schon auch schon Quests, oder? Vielleicht. Obwohl, hier ist die Wüste. Hier sind ja meistens immer diese Kämpfe gegen die Götter und sowas. Ich weiß gar nicht, ob hier auch Quests sind. Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall irgendwas Interessantes und Wichtiges anscheinend. Viele Fragezeichen. Viele Fragezeichen. Wobei so viele Gebiete. Hier ist noch was. Ich sehe bei manchen halt auch keine Quests. Und ob ich da in diese Gebiete komme, ich müsste ja nur einmal kurz rein und sehe es ja schon, was da abgeht. Hier war ich auch noch nicht, ne? Aber achso, hier war ich glaube ich nicht, weil das zu schwer war, das Gebiet, oder? Mittlerweile geht's. Mittlerweile geht's, aber... Naja. Ich würde schon gerne eigentlich die ganze Karte aufdecken. Mache ich auch noch irgendwie. Also zumindest einmal rein, dann sieht man ja... Ah, da ist was oder da ist nichts. Und... Ja, muss man halt mal gucken, ne? Irgendwie so wird das schon werden. Und dann... ja. Also wie gesagt, ich meine jetzt die beiden. Was? Nein, nichts davon. Ja. Ich wollte dann eine Schnellreise machen, um dann weiterzukommen. Ja, genau. Die Mission, dann das mit 10 und dann gucke ich mal weiter. Dann mache ich, glaube ich, hier in dem Umkreis, was noch ist. Da sind ja noch ein, zwei Quests. Mache ich die mal. Und diese grüne, weil ich unbedingt wissen möchte, was das ist. Warum ist die grün? Was bedeutet das? Und ich müsste mir, glaube ich, heraussuchen, wo die ganzen Morde geschehen sind, weil ich glaube, mir fehlen noch... Boah. Ist schon eine Weile her, aber ich glaube, zwei Tatorte, die ich irgendwie untersuchen müsste. So, sehr gut. Und, nein, so, Karte auf hier, zack, der Altmeister, Junge. Hat natürlich alles, was auch hier mit wahrscheinlich dem zu tun mit dem Gladiatoren-Scheiß. Ich bin gespannt. Hilaros, du alter Sack. Deine Tage sind gezählt. Keine Angst. Für dich habe ich noch genug übrig. Du bist lahm und schwach. Du kannst kaum schlagen. Das ist gut sein. Du wirst dir bloß die Knochen brechen. Hallo, Boden. Dein bester Freund anscheinend. Hey! Runter von ihm! Lass ihn in Ruhe! Wer bist du? Willst du auch was ab? Na gut, dann komm, du Held! Okay. Ja, war ganz schön groß, der Junge. Geht das eigentlich auch damit? Boah, Dropkick in die Fresse, Junge. So. Bam! Ja, da kickst du jetzt blöd, wa? Lächerlich. Du bist doch zu alt, um dich auf der Straße zu prügeln. Wirst du mich jetzt etwa auch noch so beleidigen?
Jugend ist ein Geisteszustand, Junge. Die Götter altern nicht. Aber danke für deine Hilfe. Es ist schön, einen Raufkumpan zu haben. Dein Kampfstil ist ungewöhnlich. Gefällt mir. Ich stecke viel ein. Eine überraschende Strategie mit gut platzierten Narben und inneren Blutungen. Warum hast du gekämpft? Ich kämpfe schon seit langer Zeit. Ich war schon ganz oben, da hingst du noch an der Zitze. Ich muss kämpfen. Was meinst du? Hast du irgendwie Ärger? Ärger? Nein. Ich mache mein Geld mit Straßenkämpfen. Nicht jeder kann sich die gälischen Brüder in der Arena leisten. Ich gebe eine Kostprobe hier draußen. Wenn man gewinnt, lohnt es sich auch. Wenn ich nicht gekommen wäre... Hätte ich mal wieder verloren. Grausam, was das Alter einem antut. Hades, ich vermisse die Arena. Ich war einmal gut. Der Liebling von Pompeius. Das Kämpfen hier draußen bringt Brot, aber man bekommt keinen Ruhm. Nichts ist besser als die Schreie 30.000 blutrünstiger Anhänger. Die Arena hat mir auf jeden Fall eine Nase für Talent gegeben. Und du hast welches. Mit etwas Hilfe könntest du auch so aussehen. Warum machst du nicht den nächsten Kampf? Nach den paar Niederlagen brauche ich eine Pause. Unter einer Bedingung, Alter. Nach diesem Auftrag suchst du andere Arbeit. Jugend ist ein Geisteszustand. Sie ist hier oben. Hat der Körper leider noch nicht bemerkt, dass er altert, ne? Oder, nee, dass er nicht altert. Mein Gott. Schön, da wären wir. Mhm. Unterschätze ihn bloß nicht. Halt deine Hände oben. Du lässt beim Haken deine Rechte sacken. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit. Wird bestimmt schwer. Wieder die alte Rübe, die sich eine Abreibung abholen will. Immer diese Schmähungen. Das wird noch schlimm für dich enden. Jugend ist ein Geisteszustand. Mhm. Heute habe ich was Besonderes für dich. Oh, seht! Großvater hat einen Sekundanten. Na los, mein Hübscher. Lass sehen, was du kannst. Ah, stirb, du Sau. So. Das war so nicht abgemacht. Du fieser Greis. Ich bin raus. Hey, wer ist jetzt der Feigling, du Schlappschwanz? Schlaf dem hinterher. Komm zurück und kämpf zu Ende. Ich mach's kaputt. Alter, jetzt springen wir da runter, Mann. Wachsam, Bruder. Oh, zu stark! Hau weg hier! Oh. Okay, ich töte ihn einfach. So. Das war gute Arbeit. Ein schöner Anfang. Fast schon arena-würdig. Wie heißt du, mein Sohn? Bayek von Siva. Und ich habe schon in der Arena gekämpft. Hm, kein richtiger Kämpfername, oder? Wir wollen was Einprägsameres wie der Schönling aus Siva. Lass uns später drüber reden. Erst wird geübt. Geübt? Hör mal, Alter. Heute Abend wird gekämpft. Treffen wir uns bei Sonnenuntergang, ja? Oben auf dem Leuchtturm. Der Schönling von Siva hört sich ganz schön beschissen an, der Name. Aber gut. Aber er müsste, ganz ehrlich, er muss doch eigentlich den Namen kennen. Also jetzt mal... Es muss sich ja doch schon rumgesprochen haben, was da abgegangen ist. Anscheinend nicht bei ihm. Oh, gut. Treffen wir uns mal hier oben. La, 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 la. So, wann, wir waren das nochmal so, ne? Ja. Brr, 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 brr. Ja, ich bin da. Ja, ich bin noch da. Ein wundervoller Nachthimmel. Schön hier oben. Hm. Wo ist dieser alte Narr? Er ist spät dran. Bayek, hier unten! Was machst du da unten? Wir sagten doch oben! Beeilung, komm runter! Wir müssen zu einem Kampf! Mhm. Ja, dann... Warum hast du mich zur Spitze des Leuchtturms geschickt? Ich muss dir mal etwas sagen. Hilarus nimmt das ab jetzt ernst. Schüler hinterfragen ihre Lehrer nicht. Hey, alte Rübe, du bist nicht mein Lehrer. Ich liebe diesen Leuchtturm. Hatte dort mein erstes Mal. Ich wollte, dass du ihn siehst. Ja, und das Klettern ist gut für die Lungen. Die Belohnung war der Ausblick. Das war's doch wert, findest du nicht? Das war's wohl.
Es ist immer gut, sich die Zeit zu nehmen, die Schönheit der Welt zu bestaunen. Siehst du? Mein Wahnsinn hat stets Methode, Bayek. Vergiss das nicht. Was wird das jetzt? Ein Wettlauf zum nächsten Kampf. Ich hole ihn gar nicht ein. Das ist total bescheuert. Ich müsste eigentlich viel schneller sein. Er ist doch 180 Jahre alt. Wirkt zumindest. Also ich glaube, Bayek ist fast genauso alt wie der. Er sieht zumindest nicht sehr alt aus. Das wird der Gewinn. Bei allen Göttern. Du verlierst doch nicht gegen einen Greis, oder? Tun müssen. Die militärische Präsenz. Schauen wir mal. Ach guck mal, jetzt hat er keine Puste mehr. Ach, ist ja doof. Wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Ach lol, der stinkt wie meine Güte, ey. Ruh dich aus, Großvater. Zeig deinem Lehrer etwas mehr Respekt. Ich bin in der Arena stundenlang im Kreis gerannt. Pompeius nannte mich das Kamel des Hermes. Ich wurde nie müde. Tja, jetzt ist alles anders. Du bist nicht mein... Pompeius verglich dich mit einem Kamel? Hilarus Maximus, das Kamel des Hermes. Hilarus, du musst doch noch etwas anderes können, außer kämpfen. Was soll's da noch geben? Ich kämpfte mal gegen eine ganze Garnison. Kannst du das? Ja. Ah, ich hab's versucht. Wir haben noch einen Kampf zu kämpfen. Da lang. Hier stimmt es. Hilfe, Hilfe! Es ist Herkules! Ja, das ist dein Hurenhaus. Das ist deine nächste Lektion. Du darfst dich auf keinen Fall ablenken lassen. Unser letzter Kampf ist drinnen. Du bist der Herausforderer? Das wird bestimmt ein Genuss. Komm schon, die warten. Ja, ich bin schon... Meine Fresse, kommt doch mal jetzt rein hier. Okay, warte, ich muss erstmal die Tür, ne? Gar nicht schön. So. So, jetzt komm rein. Wo war ich? Bayek, komm erst zu Atem. Das wird sicher sehr hart. Gib mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, ich bin soweit. Ich war schon drinne. Bin schon fertig. Oh, der ehrschmächtige Hilarus sucht seinen verlorenen Ruhm. Die Gerüchte sind also wahr. Du versteckst dich heutzutage hinter einem Hauslöwen. Das nützt nichts. Ihn schlage ich wegen des Geldes, danach schlage ich dich zum Vergnügen. Ja! Verflucht, du verlogener Greis! Wenn du Freunde mitbringen kannst, dann ich auch! Männer? Ah, so soll es hier also laufen. Dann bin ich aber auch dabei. Ja, da kann ich mit den anderen angesehen, was ist das für ein Scheiß? Kann ich eigentlich blocken und dann auch... ja. Lol. Was ist denn das für ein Scheiß? So. Es gibt Ärger! Bam. Ja, natürlich! Der hat mich getroffen, obwohl ich hinter ihm stehe. Was ist denn das für ein Quatsch? Das war eine gewinnende Vorstellung. Können wir dich vielleicht fest einstellen? Du musst nur stark aussehen und dich um Ärger kümmern. Du würdest gut umsorgt werden. Unglücklicherweise habe ich Verpflichtungen. Wie wäre es mit einem echten Meister der Arena? Hilarus hier war der Liebling von Pompeius. Du bist etwas alt, machst aber eine gute Figur. Steckt denn noch genug in dir? Ob ich... Nebet, ich bin Hilarus. Jugend ist ein Geisteszustand. Du wirst sicher mehr als zufrieden sein, wenn mein Schützling mich freistellt. Dann komm. Besprechen wir beide das mal unter vier Augen. Prinzipiell nichts dagegen. Ciao. Endlich bin ich ihn los. Tschüss. Mein Gott. So, der Altmeister. Damit habe ich auch das abgeschlossen. Und fast habe ich es geschafft. Mann, fast. Die Frage ist, wie lange ich jetzt aufnehme. Dazu müsste ich eigentlich einmal ganz kurz die Aufnahmen pausieren, damit ich mir das angucken kann. Andererseits möchte ich ganz gerne mal kurz gucken. Ich habe hier so ein geiles Schild, ey. Ist aber ein großer Schild. Nee, ist auch so ein kleiner Schild. Den nehme ich, weil der ist gut. Also ist auf jeden Fall besser. Waffentechnisch sieht es halt nicht so cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine richtig geilen neuen Waffen. Leider. Na gut, habe ich neue Bögen? Irgendwas Neues, was Gutes? Nein, auch nicht. Schade.
Und der ist halt gut, weil er mich heilt, ne? Das macht natürlich schon sehr viel aus. Und ja, gut, dann kann ich ja auch nichts machen. Kann ich eine Schnellreise da machen, wo ich hin will? Nö. Aber ich bin dort. Ich kann hier eine Schnellreise machen und müsste dann darüber schwimmen oder mit dem Boot fahren. Obwohl ich mich tatsächlich frage, ich mache das, glaube ich, nicht in dieser Folge. Ich glaube, die ist schon 20 Minuten und ich möchte das eigentlich immer ungern so lange machen. Aber es passiert halt immer. Ich kann da nichts für. Nein, ich möchte nicht in die Arena. Ich wollte nur eine Schnellreise dann machen, damit es schneller geht. Aber irgendwie dauert es immer länger. Das ist irgendwie doof. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich jetzt bei euch. Wenn diese Folge zu kurz ist, ist zu kurz, ist auch mal ganz nett. Hasasasasa. Und in der nächsten Folge geht es dann quasi weiter mit der letzten Nebenmission, die es hier gibt. Und eventuell, ja, ich muss mal gucken, wollen wir die eine Nebenmission machen. Ich habe dann doch mehr Folgen gebraucht dafür, als ich dachte. Dann hole ich mir vielleicht eventuell noch die Schnellreisepunkte, die drei. Ja, glaube ich, gar nicht mal blöd. Dann haben wir die nämlich auch, dadurch wird 10 Uhr natürlich wieder ein bisschen verbessert. Und theoretisch, ganz ehrlich, wenn ich da schon unten bin, dann kann ich auch eigentlich diese Nebenmission machen, die da ist. Ich weiß nicht, aber ich möchte die von 10 Uhr endlich machen. Aber sie wartet auf uns. Ich glaube, ich mache das so. Jetzt habe ich die ganze Nadelzeit gequatscht. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.